Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Artful Escape. In der letzten Folge haben wir unseren eigenen Glamourgon herausgekitzelt und der Welt gezeigt, sodass Schädel explodiert sind und die Welt in allerlei bunte Laserstrahlen untergegangen ist. Heute... Star Gordon, The Trip of a Lifetime. Wir sind wieder ganz vorne. Wir sind wieder ganz vorne. What the actual? Okay. So. Haben wir jetzt schon wieder diese Fusselviecher? Haben wir jetzt? Ich muss... So, das ist wieder Star Gordon. Haben wir ihn jetzt davon überzeugt? Enjoy the ride. Oh ja, die Fahrt war super. I'm not sure where it began or where it really ended. Sie hätte auch noch länger gehen können. Definitiv. Exactly. Ah, you get it. Wir haben es kapiert. Ja, natürlich. Das kann man jetzt, naja, man kann es jetzt aufs ganze Leben anwenden. Es ist eine endlose Fahrt. Ah, es kommt immer nur darauf an, was man daraus macht. It's always a thrill when someone gets it. Es ist immer spannend, wenn es jemand versteht. So, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, oder ein einfaches Danke. Oder dieser ganze Unsinn scheint absolut Sinn zu machen. Ist es Unsinn? Er spricht immer so ein bisschen komisch. Er spricht sowas, ach, ich weiß es auch nicht. Sowas habe ich noch nie erlebt. Letztendlich, wahrscheinlich, aber wir sagen einfach nur Danke. Danke, Star Gordon. Es war eine ganz merkwürdige Methode, mir diese Weisheit übers Leben beizubringen, aber es hat funktioniert. Also, danke. Thank you. Maybe... You're a little closer to finding the road you ought to be on. Und wieder ein kleiner Schritt zum Weg, auf dem wir sein sollten. Out here, it feels easy, like... Hier draußen ist es so einfach. Ah. Ja, niemand, der uns beobachtet, der Ansprüche an uns stellt. Wahrscheinlich. Warten wir mal, was Francis sagt. So, als wäre, Ich da, wo ich hingehöre. Ja, da ist was dran. Das, ja. Der Wert, der einem beigemessen wird, hängt auch viel vom Ort ab, an dem man sich aufhält. Aber der kommt ja aus einem heraus, also es ist so ein zweischneidiges Schwert. And that's good, isn't it? Das ist gut. I don't think so. Nicht wirklich. Die Erkenntnis ist viel wert, Francis. It's supposed to be hard, making serious stuff. Sollte eigentlich schwer sein, ernsthafte Dinge zu tun. Ja, es ist eigentlich schwer, monotone, abstumpfende, langweilige, weiß ich nicht, stumpfsinnige Dinge zu tun. Das sollte schwer sein. Aber das, was man liebt, das sollte nie schwer sein. Und das kann ja auch ernsthaft sein. It's supposed to be painful. Ah, Schmerz. Es sollte schmerzhaft sein. Es ist ein ganz merkwürdiger Blick aufs Leben, lieber Francis. If it comes easy, I feel like I'm not trying hard enough. Wenn es leicht ist, habe ich das Gefühl, ich gebe mir nicht genug Mühe. Ja, ich weiß, was er meint. Das ist so ein, ja, so ein Mindset. Das ist wirklich super weit verbreitet. Das wird ja auch immer gepredigt. Nichts, was leicht zu haben ist, lohnt sich zu haben. Aber manchmal, wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann sind die Dinge, die man tut, einfach.
obwohl sie für den Außenstehenden extrem schwer wirken. Aber für den für sich selbst ist es ja nicht schwer. Ist ein bisschen schwierig gerade zu erklären, aber ich hoffe, du verstehst, wo mein Gedankenkonstrukt gerade hingeht. So, ich drück mal weiter. So, Stargon. You're a weird kid. Starchild! Ich bin schräg. Starchild! If you remember anything, remember this. Ja. Ich, was ist es? Was ist es, Stargon? Er sitzt aber auch, er ist so ambivalent. Guck mal, jetzt sitzt er da schön. In seiner geilen Zen-Haltung im Schneidersitz, ja. Als würde er in sich ruhen und die Weisheit würde nur so aus ihm heraus sprudeln. Aber eigentlich ist er ein kleiner Arsch. Er kann auch ein Arsch sein. Vielleicht ist es das auch einfach. Da oben, das ist kein Wirbelwind, das ist nur ein schnell drehendes Yin- und Yang-Zeichen. Er ist der Inbegriff von Arschloch und Gutmensch. Man sieht's bloß nicht. So, an was sollen wir uns denn erinnern? Your story is who you are. Ja, deine Geschichte ist, wer du bist. And once someone knows the road you're on, ja, und auf welchem Weg wir uns befinden, they cannot help but imagine where it leads. Kann er nicht anders, als sich vorzustellen, wohin er führt. So, weißt du, es war die Reise meines Lebens, oder? Danke, Star Gordon. Oder ich werde es mir merken. Es war wirklich bis jetzt. Mit der Einschränkung bis jetzt. Weil es ist ja gerade der Anfang. Wir sind ja wirklich gerade eben erst am Anfang. Und das war bis jetzt die Reise meines Lebens. You know, it was the trip of a lifetime. The way back to the cosmic lung? It's in the lake. Im See, okay. Nun gut. Mach's gut, Star Gordon. Danke. Danke für die Reise. Ich schrubbel hier noch mal ein bisschen, wenn wir hier durch die Gegend rennen. So. Nein. Ein bisschen nass geworden. So. Oha. Na, wen haben wir denn da? Und schon wieder ein Musikschlüssel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Müssen wir uns das Portal noch verdienen, well, quasi? That's it. You've woken us up. Oha, wir haben es wachgerüttelt. No turning back now. Oh, es gibt kein Zurück mehr. We must be entertained. Ist es ein Glamagon? Ich kann meinen Blick nicht abwenden. Mein Gott. Oh Mann. I am the exceptional Starchild. Woo! From the cosmic extraordinary. Oh ja, nicht von der Erde. Nein, wir kommen von der kosmischen Außergewöhnlichkeit. Leader of the infinitely loud galactic symphony. Oha. Es hat also doch Auswirkungen. We find you initially compelling. Oha! Okay, war unsere Auswahl also doch ein bisschen zumindest weise. Mildly spectacular. Naja, gut, ansatzweise spektakulär, aber es ist ja auch ein Glamagon, ja. Wir müssen noch mehr auftrumpfen. But no more than a fleck of glitter. Jetzt red's nicht runter, ja? Jetzt red's nicht immer runter. Glitzereffekt im Schnee. Gelber Schnee wahrscheinlich. An einem
weiß ich nicht, schönen Februartag, wenn alles anfängt zu schmelzen und in der Stadt war, wenn schon drei LKWs und ein paar Hunde und ein paar Autos schon drüber gefahren sind. Ja, ja, weißt du, wenn er sich so schön in so Schnee, in so dreckigen, schmutzigen Hundekothaufen Schneematsch verwandelt. Ungefähr so ein Glitzereffekt wahrscheinlich. No, that's not. Das ist es nicht, nein, das ist definitiv nicht. Wir wollen kein Schmuddel-Schneematschhaufen mit Hundekot drin sein. And we must be entertained. Das ist ganz schön fordernd, alter Schwede. Oh, we must be fed. jetzt beruhige dich mal. Violetta! Violetta, ich brauche meine Ausrüstung. Beide Macht. Help. Von... Oh ja. Jetzt geht's los, Camagon. Your Lasershow. Ja, meine Lasershow ist auch ein bisschen beeindruckend, aber nicht mehr als ein verlöschendes Feuerzeug in einer stürmischen, regnerischen Herbstnacht. Reminds me of Lightman. Oha. Also doch, er hat nicht gelogen. Das erste Mal, dass er nicht gelogen hat. Well then, let's dance. Okay, natürlich. Geil. Oh nein. Jetzt wird der Name denn noch mehr gerecht? Leck mich doch am Arsch! Oh, jetzt geht's los. Ah, nein! Nochmal, warte! Die Doppelbelegung. Und auf zur nächsten Stufe. Nein, verdammt, ich habe den letzten Riff vergessen. So, jetzt. Und... Glamagon. Oh. Alter Schwede. Okay, zu glamourös für seinen Geschmack. Ich bin ja nur froh, dass wir nur ein, zwei Fehler gemacht haben. Aber ja, das Kompliment nehmen wir gerne an. But fresh, undeniably. Okay, aber es ist
fresh. It is a gift, and one gift deserves another. Okay, ja. Und das Geschenk wird sein? Ist es ein hardcore neuer geiler Step Verstärker? Oder ist es einfach der Weg nach Hause? So, dann steppen wir mal in the Light. Ach, Glamagon. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. And I shall project your image across the known universe. Okay, na gut, ja. Vielen Dank für die Werbung. Ich, okay. Auch nach Hause? Oh, das wird aber interessant, wenn wir wieder zurück sind. Wow. The known universe? Ja, das bekannte Universum. On every spectrum, station and frequency. Oha. Oha. Jeder Sender, jede Frequenz, jede Bandbreite. From the greatest metropolis to the smallest mountain town. Mhm. Okay. Wie Kalypso. Spannend. Mein Gott. Ja, da ist er ein bisschen sprachlos. Ach. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wollen wir das? Also, ja klar, wir wollen das. Ob Francis das möchte, das ist jetzt mal eine andere Frage. Step into the light. So, wir steppen. That's pretty heavy. Ja, das ist ganz schön heavy. Jetzt gibt's quasi keinen Weg mehr zurück, außer nach vorne. Und das ist gut. That's enormously heavy. Ja, ja, das ist es. Aber das ist der Schritt, den wir tun müssen, um unter einem riesigen, dunklen, schweren Schatten hervorzutreten. You refuse. Wir wollen uns gar nicht weigern. It's because, well, it's kind of complicated. Ah, Francis. Oh, ja, es ist kompliziert, aber... Ach, letztendlich ist es doch das, was wir wollen. Wir zeigen der Welt, wer wir sind. Wir sind unser eigener Herr mit unseren eigenen Vorstellungen. Und Zielen und Plänen im Leben mit unserem eigenen Weg und nicht dem Weg, den wir von anderen vorgegeben bekommen. Oder der schon ausgetrampelt ist von anderen, wie unserem Onkel zum Beispiel. Wir müssen nicht den gleichen Weg gehen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Back home. Zu Hause, ja. Ich soll einfühlsam sein, jemand Ernstes. Ja, die Lieder über verschüttete Bergmänner und so weiter. So, die Leute denken, oh ja, die Leute denken, ist ein Traum. So, ich würde einen Helden ersetzen. Ja, das denken sie wirklich. Oder ich bin ein Heuchler der schlimmsten Sorte. Wahrscheinlich denkt er das von sich. Ich bin mir unsicher. Also, klar. Also, ein Heuchler nicht... Ah, ist schwierig. Ist schwierig, gerade da durchzutauchen. Wahrscheinlich wird er immer nur ein kleines bisschen nachgegeben haben. Quasi nach dem Tod seines Onkels. Und immer wieder ein bisschen in die Erwartung der Menschen nachgegeben, auf sie zugegangen und irgendwann gab es kein Zurück mehr. Als die Erwartung zu erfüllen. Und jetzt denkt er, er ist ein Heuchler. Ah, schlimm. Nee. Komm, wir machen mal den Helden. Die Leute denken, ich würde einen Helden ersetzen. People think I'm gonna replace a hero. You're ashamed of what you have become. Wahrscheinlich schon. Weil ich das verleugnet habe, was ich eigentlich bin. Zu dem geworden bin, was andere von mir erwartet haben. No. I don't know. Er weiß es nicht. I feel sorry for you, friend. I really do. Dankeschön, Glamagon.
for this decision may haunt your entire life. Das ist eine komische Wortwahl. Das ganze Leben lang verfolgen. Also eher begleiten, oder? Das Verfolgen ist irgendwie so negativ. Also wir wollen raus. Wir sind nicht der irgendwelche Folk, trübsinnigen Balladen irgendwie schreibt. Wir wollen mit unserer Musik zu den Sternen fliegen. Das wollen wir. Wir wollen rocken, wir wollen jammen, wir wollen das Extraordinäre. Wir treten nicht ins Licht. Wir treten nicht ins Licht. Irgendwann werden wir es tun. Und zurück zur Lunge. Willkommen zurück. That trip? Ja, diese Reise, die erste Stage wahrscheinlich, die erste Stage, mein Gott, haben wir hinter uns, wir haben uns nicht so doof angestellt, also nicht ganz so doof, wir lernen uns ja noch kennen, so. Is a real freak out. Ja, Horrortrip, das hat er davon mitgenommen. Ach, Francis, oh. Ja, man kann den Jungen aus der Kleinstadt holen, aber die Kleinstadt nicht aus dem Jungen. Da werden wir noch ein bisschen mehr Anstrengungen walten lassen. So, ein echter Horrortrip. Heiliges. So, sind wir irgendwie umgezogen? Sind wir immer noch hier? Nein, wir sind immer noch hier. Fusselbärs steht da immer noch. Das ist ein schöner Ausblick hier. So, geh mal wieder rein. Hier draußen ist kalt. Mörderisch kalt. So. Nicht, dass ihn seine Kumpels noch vermissen. Where did everybody go? Ja, wo sind denn alle hin? Habe ich mich auch gerade gefragt. Blast! Zu Mist sind die. Mhm. Naja, okay, ja. Na gut. Ja, ist ja auch in Ordnung. Lightman's playing. Lightman spielt, die alte Arschkrampe. Laufen die so wirklich? Es ist so geil. Es ist so gut. Oh, stell dir mal Rush Hour vor. Irgendwie morgens um 8 quasi. Alle warten auf die Bahn. Es ist... So wie ein riesiges Klingelkonzert. Alter Schwede, der ist da gerade durchs Blatt gelaufen. Naja, so, Lightman spielt. Wow. Oha. Große Frage, wo zum Henker spielt der gerade? Lightman must be playing the headline show. Ja. Was mit uns? Wurde das, was wir fabriziert haben, wurde es hierher übertragen? He's a wizard. Francis scheint irgendwie gar keinen Groll gegen Lightman zu hegen. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich frage mich gerade, ob ich zu nachtragend bin, weil wir irgendwie angelogen wurden und unter Spiegelung falscher Tatsachen irgendwie das der Anfang bei Sargon war nämlich ein ziemlicher Horrortrip. Das Ende, die Botschaft. Ganz im Gegenteil, aber es ist doch, naja, ein paar mehr Informationen wären nicht verkehrt gewesen. So, ja, Lightman ist ein Magier. Hm.
Ja, verkehrt ist nicht. Das muss man ihm lassen. Verkehrt ist wirklich nicht. Ich geh mal weiter. So, hier ist dunkel. Der Page steht hier immer noch. Okay, der Page steht da immer noch. Kriegen wir jetzt... Lightman spielt. Lightman... Warte mal. Oh, unser Auftritt. Da ist er. Wir sind da. Da. Unsere ganzen Auftritte während der... Oha. Die Leute tanzen immer noch und sind nicht geflüchtet. Ja, also scheinen wir doch mal, wir scheinen doch was richtig gemacht zu haben. Nicht verkehrt. So, können wir hier noch jemanden? Aha. Cool. Oh ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja. There he is. Ja, da bin ich. Ich hab dich natürlich nicht gehört. Ich stehe hier einfach nur, ja, geil, in meine Pose. I'm shining the captain, that's for sure. Mhm, ich stehe... Was? Er stellt den Captain in den Schatten. Hast du das gehört? Ja. Wir stellen Lightman in den Schatten. Oh, the song makes me feel like pulling some shapes. Mhm, komm, posen wir doch noch mal ein bisschen. Whoop. Dance complete. Oh ja, so. Das reicht auch. Ja, hast du gesehen, ja? Meine Hardcore-Dance-Moves. Gott, oh Gott. So, richtig geil. Richtig geil. So, wohin soll's gehen? Komm, wir gehen nach oben. Kurz mal in die Kneipe. Vielleicht kriegen wir jetzt ein Bierchen, ja? Weil wir sind ja jetzt berühmt und so. Vielleicht gibt's da auch gratis aufs Haus. So. Hallo! Ich bin's, Sie wissen schon. Nice Show, Kid! Oh ja, nette Show, hm? Vielen Dank. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem. Na? Still not gonna serve you. Ja. Verständlich. Ich komme dann wieder, wenn ich das Universum gerettet habe. Vielleicht gibt's dann Bierchen oder so. Irgendwas. Ich nehme auch Ginger Ale. Irgendwas. Oh, come on. Ach, Mann, ey. Rules of this bar clearly state no whinging. Jammern verboten. Das ist wirklich eine sehr gute Regel. Muss ich mir merken. So. Be gone. Oh, mein Gott. Ja, danke. Ach. So, ist Lappen noch da? Well, that was different. I wouldn't say I'm impressed just yet. Mhm, okay. Well, wir haben... Lightman can still wail, that's for sure. Okay, wir haben noch nicht alle überzeugt. Es war ja erst unsere erste Show. Wir müssen natürlich noch, weißt du, der andere hat sich ja hier, Lightman hat sich natürlich ordentlich Reputation aufgebaut. Wir müssen... Why wouldn't you do it? Ja, warte. Wir müssen uns natürlich noch Reputation aufbauen, um natürlich hier alle zu unseren Fans zu machen. So, Violetta, warum würdest du es nicht tun? Ich tut mir leid, ich bin ein Mann, mein Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen beeinträchtigt, wenn ich mit Frauen spreche. Das ist eine alte medizinische Problematik, die habe ich schon seit längerem. Ich kann mir Sachen nicht merken. Worauf sprichst du es dann gerade an, Violetta? Right, the whole project my image thing. Ach so. Ach, mein Image ausstrahlen. Ja, das frage ich mich auch. No one really warned me about that. Ist ein bisschen introvertiert. Heißt es also, er hätte sich erst an den Gedanken gewöhnen müssen? She was going to broadcast you across the universe.
Ja, der Glamagon wollte uns im ganzen Universum ausstrahlen. Ich weiß, Violetta, da rennen sie bei mir wirklich offene Türen ein. Ich glaube, Francis muss noch mit seinen Dämonen kämpfen. She was going to broadcast my lasers across the universe. Ja gut, ja, okay. Also es war denn, sie hat denn doch nicht gänzlich nur an uns gedacht, sondern auch ein bisschen an sich selbst. Ja, okay. Na gut, ja. Es trübt das jetzt alles so ein bisschen, aber ist auch immer noch verständlich. So. Why the hell wouldn't you do it? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Antwort. Because I just know. Er weiß einfach. If everyone saw me dressed up playing nonsense. Oh. Alle so verkleidet gesehen. Und Blödsinnspiele. Oh, Francis. Everyone? Alle, ja, es wären alle gewesen, aber wir sind ja nicht verkleidet. Wir waren ja unsere Bühnenpersona. Wir waren Starchild. Und wir haben keinen Blödsinn gespielt. Wir haben Kunst erschaffen. Ach, Francis. You mean Calypso? Ja. Ja, genau. Ich glaube, alle wären auch gar nicht so schlimm gewesen. Vor allen Dingen die Leute aus Calypso. That's everyone I know. Ja. Und da zählt die Meinung natürlich, was alle anderen von dir halten. Ach, es ist... Da kann man nur verlieren. Da kann man wirklich nur verlieren. Why do you care? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. What could they possibly think of you? Da wäre ich jetzt auch gespannt. They'll know I'm a sham. Also doch der Heuchler. Jahrelang alles allen recht gemacht. Und dann ist man auf dem Weg quasi man selbst zu sein oder zu dem zu werden, was man eigentlich immer sein wollte, und dann fühlt man sich wie ein Heuchler. Then I'm not what I'm supposed to be. Dass ich nicht das bin, was ich sein sollte. Ja, aber was ist es denn? Wo kommt denn das her? Wo kommt denn das sein sollte her? Kommt es ganz gesund aus einem selbst heraus oder kommt es nur von den anderen? Und in deinem Fall, lieber Francis, kommt es von außen, aus Calypso und jedem, der darin wohnt. That when I said I was a folk musician, I was lying to them. Ja, natürlich, weil sie es von dir verlangt haben, weil sie es erwartet haben. You're not Johnson Vendetti. Oh ja, wir sind nicht unser Onkel. You're a kid. Ja. You're not meant to have it all figured out. Genau. Wir stehen noch am Anfang unserer Reise und wir müssen nicht alles durchgeplant haben. It was already figured out for me. Ja, für mich. Für mich war es schon alles klar. Figured out for me. Also es wurde schon im Vorfeld für ihn alles arrangiert. And I still couldn't make it stick, you see? Ja, warum wohl, Francis? Warum? Du trägst schon eine Brille. Warum bist du so blind? Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Even when the path is so clear. Ach, und selbst wenn der Weg noch so klar ist, ja, aber wenn er nicht deiner ist, wie war das mit, was schwer ist? Das lohnt sich zu haben, ja, was leicht ist? I am just continuously wandering off. Natürlich, weil es nicht dein Weg ist und du suchst quasi
das Ziel für dich. Deshalb kann er sich auch überhaupt nicht darauf konzentrieren. Deshalb ist überhaupt sein Herz und seine Seele überhaupt nicht dabei, was er machen soll. Das Geschrubbel, das Geschrabbel am Anfang, da auf dem Felssims, auf der Bank, das war doch, das war doch nichts quasi. Da war kein Herzblut drinne, da war gar nichts drinne. Aber sobald wir in dem Moment waren, als wir unsere eigene Musik gespielt haben. Kannst du dich entsinnen, Francis? You could have toured the galaxy. Durch die ganze Galaxie hätten wir reisen können. You would have never seen Calypso again. Wahrscheinlich. Why wouldn't you do it? Jetzt bin ich gespannt. Und ich glaube, auf diese Frage gibt's keine Antwort. Oder eine sehr, sehr schwierige, dessen Antwort wir uns selbst überhaupt noch nicht bewusst sind. Und ich glaube, in den nächsten Folgen werden wir irgendwann auf unserer Reise zu einer Antwort gelangen. Aber dazu erst mehr, spätestens morgen. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.